Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir die Gefühle von Parvati kennengelernt. War jetzt mehr so wie so eine Filler-Folge, weißt du, keine Sau interessiert, man guckt es aber trotzdem. Und wir haben ein neues Mitglied in unserer Crew und diese ist eine Krankenschwester und heute geht unser Abenteuer weiter, muss man sagen. So, was haben wir als nächstes für eine Quest? Das Notsignal. Okay, kritische Lösung. Dr. Wanda Dorsett, eine Ärztin vor Ort, wartet auf eine Lieferung von medizinischen Robotereinheiten, die immer noch nicht angekommen sind. Finde Captain Iron auf Sylla. Ist das hier? Captain Iron. Aber das heißt, ich muss zurück auf mein Schiff. Ist das so? Ja. Na gut, was haben wir hier noch für Quests? Der leere Mann und die Sanitätsmaschine. Du hast eine außer Betriebs... Okay. Okay. Ja, gut, dann können wir jetzt endlich weitermachen. So, und zwar gehen wir einfach... Die freie Passage machen wir eh zum Schluss. Das Notsignal. Gladys hat dir die Aufzeichnung eines Notsignals von Terra 2 gegeben. Jemand in Roseway, einem angeblich verlassenen Außenposten von Auntie Cleo, bittet um Unterstützung. Sollten dort im verborgenen Unternehmensaktivitäten stattfinden, wirst du vermutlich wertvolle Daten in Erfahrung bringen können, die du Gladys verkaufen kannst. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. So, dann wollen wir mal reisen. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Weißt du etwas über die Robotereinheit, die in der Abstellkammer verstaubt? The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Ja, sehr schön. Ich habe diesen Notruf erhalten. Kannst du ihn für mich abspielen? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez, and Orson Shaw. Ich würde mir gern mehr über die Kolonie erfahren. What part of the colony would you like to discuss? Terra 2. Where in Terra 2? Roseway. Any crew traveling to Roseway will find themselves unofficially in officially uncharted space. Roseway has been removed from all Halcyon charts, and anything I could tell you, I can't tell you because it's illegal. Ist mir egal, ob es illegal ist, sag's mir trotzdem. Here we go. Due to catastrophic financial losses, Redacted reportedly abandoned the town, shutting down 99.2% of all operations. However, there is an unsubstantiated rumor that Redacted, in actuality, continued to secretly develop Redacted products by experimenting on Redacted, imported from Redacted. How very revealing. Ja, sehr informativ. Gut. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Ja, gut. Terra 2. Roseway. Aber finde ich gut, dass es auf dem Planeten mehrere Landeziele gibt. We're now in orbit above Roseway, Captain. Ellie ist klar. Runter. Natürlich alleine. Can we talk? Was ist los? This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call.
And whoever or whatever got him will be waiting for us. Ach, was du nicht sagst. Der wurde wahrscheinlich erschlagen oder so. Was schlägst du vor? Just a little caution. Could be a reason no one's picked up this job yet. Na gut. They don't give medical degrees to dummies, Captain. Anyway, we might as well take a look out there. See if we can get the jump on whoever's waiting for us. Der Idiot könnte auf die Idee kommen, dass da etwas nicht stimmt, aber ey. Ich meine ja nur. Ah, sie ist links! Ich dachte, hier, da ist die Lücke. Na gut. Roseway. Nun gucken wir mal. Shiva, leg dich einfach schlafen. Ja, das ist mein Controller. Nicht reinbeißen. Kannst nicht in alles reinbeißen. Erinnert ein bisschen an Fallout hier, die Ecke. Schnellreiseort entdeckt. Nice. Zum Start der Fernlandung mit der Ausweichmodus des Captains einlegen. Alles klar. Ich sehe da hinten schon irgendwas rumwandeln. Was bist du? Achso, das war nur eine fette Schlange. Sorry. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Na gut. Hier wären wir also Roseway. Dann wird es Zeit, sich hier jetzt mal ordentlich umzusehen. Was haben wir hier? Irgendwelche Behälter. Ach, die kleinen Viecher. Ah, sie sind wahrscheinlich immer noch die gleichen Dinger. Ist ja der gleiche Planet. Also wird es wahrscheinlich auch die gleichen Kreaturen haben. Na gut, das ist auch eine Lösung, weniger zu programmieren. Aber ich meine, normalerweise hat man nur eine Welt. Das ist schon ziemlich viel Vielfalt. Ach, da ist unser Ring. Ah, ich liebe diesen Ring. Ich will den hier auch haben, auf der Erde. So, da hinten geht's ab, ja. Betrachten wir mal die Lage erstmal vom Weiten. Diese Maschine bewegt sich. Warum tut sie das? Kann ich hier irgendwie hoch oder so? Was haben wir denn hier? Das ist alles hier so ruhig. Keine Gegner, gar nichts. Das gefällt mir am allerwenigsten. Huch! Der Typ hat keinen Kopf. Wissenschaftler. Da ist die Anlage. Aber was hat das mit diesem Roboter auf sich? Oh oh. Aha, ich krieg mein Leben zurück, ihr Idioten. Die machen eigentlich kaum Schaden. Das ist einfach nur Ungeziefer, ne? Greift mich noch jemand an? Ne, das ist Zeitschaden. Okay, alles klar. Die kamen hier raus. Wieso hattest du zwei Pistolen? Sicherheitsdienst-Rekruteur. Rekrut. Mal erstmal Sachen klauen. Können wir mal noch feststellen, ob hier irgendwas nicht stimmt. Altes Tagebuch. Dad, ich schreibe dir das, falls du den Weg hierher zurückfinden solltest. Tut mir leid, dass ich nicht da war, um dich zu sehen. Sie schaffen uns auf der aus der Siedlung raus. Uns alle. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Wo auch immer es ist, ich hoffe, es gibt wieder so ein gutes Labor wie in Roseway. Wir haben gute Arbeit geleistet. Tatsächlich mal echte Wissenschaft. Keine Ahnung, warum sie uns umsiedeln. Und ich weiß nicht, wann wir einander wiedersehen. Aber Dad, tu mir einen Gefallen und verbrenn dieses Tagebuch. An sich darf ich den Namen Roseway nicht mal erwähnen. Laut Konzernleitung hat diese Siedlung nie existiert.
Ich will nicht in Schwierigkeiten geraten. Also irgendwas ist hier abgegangen. Die Frage ist nur was. Was haben die erforscht? Es fühlt sich an wie so ein DLC, ne? Muss ich sagen. Es fühlt sich an, als wäre ich hier gerade in einem DLC. Was bist du für ein Roboter? Ich trau mich gar nicht dahin zu gehen, ey. Der ist umgekippt, oder? Warning. Pathing obstruction. Ja, Wegbehinderung. Weil du behindert bist anscheinend. Liegst da irgendwie ein bisschen komisch. Liegt da eine Leiche? Hallo? Spuckendes Raptier irgendwas. Ich mache leider nicht genug Schaden. Da kommen jetzt eine Menge an. Stirb halt. Oh, er ist wütend. Und tot. Okay, spucken ist sowieso schwachsinnig. Die machen kaum Schaden. Oh, du bist aber ein spezieller Fall, wa? Nicht töten. Muss zur Tür. Oh mein Gott. Stirb bitte. Bitte stirb, bevor du mich angreifst. Oh, er ist noch nicht tot. War noch nicht tot. Habe ich endlich die Leichen aufgesammelt? Nee, ne? Alter, okay. Vielleicht könnte der mir helfen, wenn ich ihn aufstelle. Wäre das eine Alternative? Ihn aufzustellen? Die Gegner hier sind echt hart. Also wenn man alleine ist. Ja, meine Kollegen würden wahrscheinlich sowieso umfallen, wenn ich die irgendwo hinstelle. Und genau deswegen mache ich es ja nicht. Habe ich hier nicht eine Leiche gesehen? Ach nee, das war ein Kopf wahrscheinlich von so einem Ding. Na gut. Ach. So. Du warst die geile Waffe, ne? Vielleicht bist du auch besser als die Schroti. Gerade im Nahkampf. Da hinten geht's weiter. Oh, Loot. Wenn ich nur ein Testsubjekt hätte zum Testen. Da hinten ist noch ein Roboter. Das sind anscheinend Roboter, die Viecher, die sie hier entwickelt haben, anscheinend auslöschen sollten. Die sind aber alle umgefallen. Nicht gerade die schlaueste Art und Weise. Okay, ich kann ihn nicht verletzen. Das heißt, er ist nicht lebendig. Der ist ein Gabelstapler. Lol. Warum taucht das so lange? Mann, wieso ducke ich mich überhaupt dabei? Ah, super, man hätte hier wenigstens reingucken können. So, Inferno-Sense, alles klar. Automatpistole, ja gut. Dinge, die ich verkaufen kann. Das ist also ein Gabelstapler. Okay, keine Tötungsroboter. Das ist schon mal gut. Und du bist Konzernkommandant. Da sind Testsubjekte. Okay, wenn ich einen töte, müsste ich eigentlich wieder full life sein, ne? Testen wir es mal. Wütend. Wütend. Ich habe immer das Gefühl, dass ich hier den Watz-Modus anschalten kann. Rollige Katze.
Okay. Wo ist meine Pistole? Bist du die Pistole? Oh Gott, verzieht euch. Die spuckende Version von euch mag ich mehr. Okay. Oh, die Spucker, die keinen Schaden machen. Okay, vielleicht wäre hier ein größeres Magazin vom Vorteil. Lauf doch nicht weg! Kannst du sowieso schon so schlecht zielen. Oh, das ging schnell. Puh. Alles klar. Okay, die Waffe ist auf jeden Fall besser als die Schrot. Aber die verbraucht verdammt viel. Vielleicht wäre eine Nachladegeschwindigkeit oder so ganz geil. Also wenn man das skillen könnte. Dead End. Okay, hier ist nix. Kann ich eigentlich auf der Karte die anderen Gebiete sehen? Nee. Das wäre ja noch ganz cool. Aber es ist ein ganz, ganz kleines Gebiet. Es ist wirklich wie so ein DLC. Ist das? Da leuchtet das. Da müssen wir nochmal hin. Achso, da waren wir doch. Ach, wir sind hier oben. Da ist noch ein Gebäude, da müssen wir hin. Das hier sieht noch auffällig aus. Na gut. Wollen wir doch direkt mal zum Gebäude gehen. Hier müssten wir jetzt alles geklärt haben. Das sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Ein bisschen schade, dass meine Sniper jetzt nicht mehr so aktuell ist. Vor allem will ich meine ganzen Bits dafür nicht ausgeben, sie besser zu machen. Da habe ich schon ziemlich viele investiert, ne, in Bits. Die Frage ist, ist Raptidon ein, ich wollte schon Pokémon sagen, ein Tier, das hier heimisch ist oder wurde es entwickelt? Okay. Komische Geräusche. Man könnte behaupten, das wäre gruselig. Na gut, gehen wir einfach mal rein. Ah ja, speichern. Speichern ist immer toll. Speichern ist immer gut. Zivilisation. Ich sehe Menschen. Und zwar Lebende. Taktische Schrotflinte. Bist du besser als meine jetzige? Oder bist du dieselbe? Stufe 8. Ja, Stufe 8. So, Pistole ist auch halb am Arsch. Geil. Hallo. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Was ist hier passiert? Alarms went off, raps broke loose and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Kannst du mir sagen, wer hier das Sagen hat? Wahrscheinlich du, Berg, ne? Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Was machst du hier draußen? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like to know? Hat jemand noch von euch jetzt gerade ein Jurassic Park Flashback? Hast du den Notruf abgesetzt? Wahrscheinlich nicht. Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Wieso? Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Okay, schau ich mal um. Oh, before I forget. Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice peddles. Ich liebe es, wie ich nach dem Gespräch immer auf den Schritt gucke. Alles klar, das ist also die Siedlung. Trotzdem ziemlich viele Leichen und ziemlich viele Raptoren? Raptidon. Gut, sind jetzt keine Raptoren, sind Raptidoden. Aber gut. Oh, guck mal. Ein totes Tier. Hallo. Nur die Ratte, die mich sieht. Alles gut. Die wird mich nicht verraten, hoffe ich. Stoßpistole.
General überholter Exohelm. Der ist aber ziemlich eckig. Warum bist du so eckig? Schweißerbrille. Ara mit Ballistics. Woher habe ich das denn? Wahrnehmung. Ja, gut. Geisteshaltung. Dialogfähigkeiten. Fähigkeiten. Schleichen. Überzeugen. Was habe ich hier? Schloss knacken. Ich setze mal. Ups. Lieber auf Schleichen. Oh ja. Genau das, was ich erwartet habe. Also nicht genau das, was ich erwartet habe, sondern was ich erhofft habe. Das ist ein guter Helm. Ich meine, ich sehe mich ja selber nicht. Das ist ein bisschen schade, aber Third Person mag ich sowieso nicht so wirklich. Die Hühnchen töten wir mal wieder nicht. Das ist nie eine gute Idee, Hühner zu töten. Aber nur Soldaten auf der Straße. Nichts anderes. Und hier kommen wir nicht rein. Das sind die Generatoren. Sieht ein bisschen aus wie bei Command & Conquer, die Generatoren, ne? Nicht schlecht gemacht. Nicht schlecht gemacht. So ein bisschen futuristisch ist das hier schon. Aber auch geklaut. Ich sehe dich, Viech. Wo bist du? Oh, verdammt. Es ist mir entkommen. Ich habe dich gesehen. Es gibt keinen Entkommen vor mir. Wie hast du das überlebt? Nicht vergessen, Gratis-Erfahrung ist die beste Erfahrung. Und Munition habe ich eh ohne Ende. So, was haben wir denn hier noch zu klauen? Waffenteile, Spieluhr. Mach sogar noch Geräusche. Na gut. Wir haben hier viele Punkte abzuklappern. Wir gehen zuerst dahin, was am nahesten ist. Oh, eine Bar. Ich kann Sachen verkaufen. Hoffe ich doch. Oder geht's in eine andere Richtung raus? Wir sind jetzt hier reingegangen. Bar 17 Händler. Der andere Ausgang müsste hier sein, ne? Okay, gut. Dann kommt das hin. The ventilation shaft runs from the bottom of the lab to the top of the hill. Over the garage. Top of the hill's Raptodon territory. Sit down. I don't need to do it myself. I can stay here if you want. So you'd send someone else on your damn fool mission. Hallo, Dana Jennings. Ich habe gehört, du willst mir Dinge verkaufen. Oder abkaufen. Selbst die Fässer haben irgendwelches leuchtendes Zeug hier. Wer bist du denn? Konzerttechniker. Carry on. Was? Hey. Du willst reden. I don't think you're supposed to be wandering around. Security's gonna tell you to make tracks. Wanna treat yourself before you go? Something for the road, maybe? Lass mal sehen, was du hast. Annie Cleo makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Was ist das? Wein. Wodka. Likör. Ich will keinen Alkohol, ich will richtiges trinken. So, 26% Rabatt. Nice. So, Dinge verkaufen, wie zum Beispiel Waffen. Zack, 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 zack. Oh, ich habe die legendären Waffen nicht weggeworfen. Oder nicht weggetan. So, die können weg. Oh, ich muss was trinken, sehe ich gerade. Dass ich das immer so spät sehe. Was ist das denn? Raptitodenfleisch. Na gut, ich könnte Essen gebrauchen. Ein Päckchen Story-Stims. Nikotin. Zigaretten-Stims, alles klar. Gehen wir was zu trinken hier. So, direkt meine Energie noch aufgefrischt. Perfekt. So will ich das doch haben.
the vent shaft? So, schauen wir uns hier erstmal noch kurz um, bevor wir jetzt die Dinge abklappern. Ich glaube, sehr viel gibt's hier nichts zu sehen. Die Comms. Könnt noch da in die Ecke gehen. Da geht's noch rein, ohne dass da eine Quest ist. Ist auch noch am interessantesten, so eine Sachen. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Nichts Verstecktes, ne? Ich glaube, den versteckten Helm, der richtig cool ist, haben wir gefunden. Was ist denn hier? Luxus-Apartments. Oh, Apartments, die ich nicht nutzen darf. Cool. Hier geht's hoch. Oh, hier ist noch eine Quest. Oh, trinken. Hallo, Mr. Cyborg. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Banditen? Wo warst du, als die Banditen angegriffen haben? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Ah, du bist ja ein richtiges Arbeitstier. Sure. Loyal company fella. That's me. Auntie knows best. Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Geht's was Geschäftliches? No, no, not unless you break the... But why would you? Let me explain. I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have, benefits. Was für positive Effekte? In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Du melkst die Viecher. Some people say rap musk makes it easier to attract companionship. Makes you more, appealing. Ein Liebestrank. Oh, oh nein. Moschus, oh nein. Er melkt die Dinger nicht, er steckt sie in die Sauna. Ich will nicht mehr wissen. Komm zum Punkt. Sure, of course. Our lab south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. Jetzt bin ich neugierig. Warum gibt es zwei Labore? The newer lab is built for, more sensitive work. We mostly use the old lab for storage these days. Okay. Die Straße runter, zweites Labor. Und wenn ich da bin? My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself. Dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Das Zeug ist also wertvoll, ja? If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. To help me out, I'll cut you in for a share. I'll even pay you before I am. When you deliver to me. Okay. Great! This is really gonna save my ass. Oh, ich sehe Automaten. Gibt hier was zu trinken? Was ist das? Tragekapazität, Nahkampfmod, ja. Rüstungsmod, Panzerung, erhöht den Rüstungswert vom Körperpanzer. Hm. Habt ihr auch Trinken hier? Trinken. Die sehen mich leider beim Klauen. Na gut. Vielleicht sollte ich zuerst in den Raum reingucken und gucken, ob mich jemand beobachtet, bevor ich den geklaue. System und Sephdoms stehlen. Keine Ahnung, was mir das bringt. Irgendwas. Ist wahrscheinlich ein Quest-Item oder so. Ist ein Buch. Raptidon-Werter-Rüstung. Was bist du denn für eine Rüstung? Dialogfähigkeit 5.
Das passt schon eher zusammen. Okay, keiner hier. Diesmal habe ich es richtig rumgemacht. Erst gucken, dann stehlen. Beats. Beats sind immer gut. Hier Munition. Stims. Oh, Essen. Ja gut, Essen kriegt man eigentlich ohne Ende, ne? Ich bräuchte mehr Trinken als Essen. Und im Badezimmer ist nichts. Mac Dietrich. Ja, nice. Taktischer Schutzhelm. Langwaffen 5. Oh. Oh. Das wäre jetzt nicht der hübscheste, aber... Langwaffen 5 finde ich schon ganz gut. Schade, dass es hier sowas wie Schleichschaden nicht gibt. Und hätte ich das auf jeden Fall genommen. Luprinescenspray. Was zur Hölle? Was sind das für Namen? Sag mal. Ich habe wenigstens eindeutige Namen gewählt, wo man weiß, was das sein könnte. Wir kommen hier raus. Ah. Ja, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns bereits in der nächsten Folge morgen wieder. Dann werden wir Roseway weiter erkunden und auf noch größere Probleme stoßen. Das wird echt Spaß. Bis morgen. Ciao.